In Kalifornien melkt die Familie Vandenberg über 3000 Holsteins. Sie geben hier so ungefähr 45 Kilogramm Milch pro Tag. Das sind reine Holsteins, die arbeiten mit genomischer Zuchtwertschätzung. Über den Betrieb sollt ihr heute ein bisschen was erfahren. Los geht's, viel Spaß. Die Kühe werden hier dreimal am Tag gemolken und die Genetik in dieser Herde zählt zu der absoluten Spitzengenetik, nicht in ganz Kalifornien, sondern in den ganzen USA. Und wenn 3000 Kühe dreimal am Tag gemolken werden, dann kommt man ja auch meistens eh gerade zur Melkenszeit. Und so war es dann auch, als wir dort ankamen. Gemolken wird im Doppel-40er Side-by-Side-Melkstand, den gibt es aber nicht nur einmal, sondern gleich doppelt. Im Melkstand sind 2 bis 3 Leute mit den Melkarbeiten beschäftigt, zusätzlich gibt es noch Treiber und weiteres Personal zum Laufgänge ab- und zum Futter anschieben. Auf diesem Betrieb hier werden die Laufgänge nicht geflutet oder geflasht, wie es auf den anderen Betrieben in Kalifornien ist, auf denen wir gewesen sind. Von denen gibt es demnächst auch nochmal ein Video bei uns. Abonniert deshalb gerne unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier wird also nicht geflasht, sondern hier wird dreimal täglich abgeschoben, wenn die Kühe zum Melken weg sind. Zweimal täglich werden die frisch geborenen Kälber eingesammelt und zum Kälberaufzüchter gefahren. Kein Kalb bleibt hier länger als 12 Stunden auf dem Betrieb. Auf dem ganzen Betrieb gibt es keine Liegeboxen, es gibt nur Sonnendächer und es hat jetzt gerade sehr viel geregnet, deswegen ist das ein bisschen matschig hier, aber das geht jetzt vorbei. Die Regensaison ist vorbei. Die nächsten 7-8 Monate wird hier wahrscheinlich kein Tropfen mehr fallen. Wir waren ja schon im Februar da und als wir da waren, war es wirklich sehr nass. Die durchschnittliche Regenmenge, die bis Ende des Jahres fallen würde, war zu diesem Zeitpunkt schon erreicht. Normalerweise trocknet der Mist dort sehr schnell und schneller als neuer dazukommt. Deshalb geht es hier auch ohne Einstreu. Ein, vielleicht zweimal im Jahr werden die Flächen abgekratzt und der Mist mit LKWs, mit Miststreuerauflegern auf den Futterflächen verteilt. Ich habe es gerade schon gesagt, die Genetik hier zählt zu der Spitze der Holsteinzucht in den USA und von hier sind auch schon mehrere Bullen auf Besamungsstationen gegangen. Hauptsächlich besteht die Ration aus Mais, Körner und Mais-Silage, aus Luzerne, Heu-Luzerne-Silage und Getreidesilage. Daneben werden noch rote Beete verfüttert, die nicht gut genug für die Lebensmittelproduktion waren. Wir haben Mandeln, falsche Mandeln oder kaputte Mandeln und Mandelfruchtschale, die verfüttert wird und Möhrenreste. Vor 8 Wochen wurde hier ein Brunsterkennungssystem installiert. Vorher wurde alles über doppeltes Off-Sync gemacht. Jetzt ist es so, dass nur noch Tiere, die nach 90 Tagen noch keine Brunst gezeigt haben, automatisch ins Off-Sync reinkommen. Der Landwirt erhofft sich dadurch, dass er seine Kühe früher tragen kriegt und weniger Besamung braucht. Und natürlich, Hormone ist immer ein kritisches Thema und da möchten wir gerne von runter. Am Futtertisch bei den Kühen läuft über dem Fressgitter eine Schnur längs. Dort werden im Sommer, wenn die Sonne am stärksten scheint, Sonnenschutzgitter eingespannt. Die müsst ihr euch in etwa so wie Siloschutznetze vorstellen. Ungefähr 80 Kühe macht hier ein Mitarbeiter. Die Mitarbeiter machen alle mehr als 40 Stunden. Alles, was über 40 Stunden ist, ist Überstundenzeit und wird besser vergütet. Für eine normale Arbeitsstunde gibt es $16 und für eine Überstunde über die 40 Stunden gibt es $25 die Stunde. Und dadurch, dass alle Mitarbeiter dann auch mehr Geld kriegen, wenn sie über die 40 Stunden kommen, lernen die Mitarbeiter es auch sehr schnell, dass sie hier sehr viele Stunden machen wollen. Wenn einer sagt, ich gehe heute 2 Stunden früher nach Hause, hat er auch 2 Stunden, die fehlen, um auf seine Überstunden raufzukommen. Die Holsteins können aber nicht nur sehr viel Milch geben, sondern haben auch sehr hohe Inzuchtwerte erreicht. In ein paar Tagen kommen die neuesten Zahlen, aber in den USA ist klar, dass die Eltern eines Kuhkalbs, geboren in 2023, im Schnitt 20,22% identische Gene haben. Bei 25% wären sie Halbgeschwister oder Onkel und Nichte oder Großelternteil und Enkelkind. Und bei der einen sind Uhl, ist der anderen sie Nachtigall. Das ist Plattdeutsch, heißt so viel, wenn da einer ist, der Nachteile davon hat, ist auch irgendwo einer, der davon Vorteile hat. Und die, die davon Vorteile haben, das sind jetzt wir. Denn wir haben mit Maffeo und Jenga 2 Top-Holsteinsbullen aus Italien uns sichern können. Maffeo 2600 Kilogramm Milch plus Jenga 1500 Kilogramm Milch plus. Beide haben längere Striche, beide haben die Striche hinten etwas weiter auseinander.
Und die haben sehr hohe genomische Inzuchtwerte. Und wir erwarten von einem Bullen, der einen überdurchschnittlich hohen Inzuchtwert hat, auch einen überdurchschnittlich hohen Heterosis-Effekt. Und die beiden Bullen sind jetzt demnächst in unserem Shop verfügbar. Und wenn ihr jetzt noch ein Video sehen wollt, dann guckt euch gerne mal das Video an. Wir sind in Italien gewesen, da kreuzt einer mit norwegischem Rotvieh. Und wenn das nächste Video aus Amerika schon online ist, dann findet ihr das hier. Für heute soll es das gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.